Jetzt legen wir gleich los und heute wird ein ganz geht's gleich in die Tiefe und auf einer anderen Ebene. Ich möchte jeden darum bitten, sich aufs Herz zu konzentrieren und einen Punkt der Dankbarkeit zu finden und irgendwie versuchen, mit dem Herzen zuzuhören, nicht mit den Ohren oder mit dem Verstand, nicht? Und das wird dann unsere Plattform sein für heute, weil ich ein bisschen in die Tiefe gehen will und erstmal eine kleine Einladung geben, wo ich überhaupt herkomme, wieso ich so einen Weg gesucht habe hier. Und meine Rolle irgendwie wird da ein bisschen mehr verständlicher dadurch. Ich bin kein Lehrer, ich bin kein Guru, ich bin eigentlich überhaupt nichts. Ich bin genauso wie jeder andere Mensch, vor allen Dingen die Leute, die hier sind. Wir sind alle da, wir sind alle hier und es gibt nichts Besonderes. Und das ist für mich besonders erfreulich, dass ich nicht als irgendwie eine Persönlichkeit angesehen werde oder so, nicht? Dass sich da um Gottes Willen keine Sekte rumbildet oder so, nur dadurch, dass ich irgendwie was sage, was andere vielleicht nicht sagen. Also ich gehe immer davon aus, dass wir alle zusammen aus einem Einheitsbewusstsein hervorgehen. Und es geht nur darum, dass mehr oder weniger das gemerkt wird. Nicht davon gehe ich aus. Also wir sind alle schon da, wir sind alle hier, wir sind alle wir sind alle erleuchtet. Nicht? Nur einige merken das noch nicht, nicht. Und darum geht es, dass wir irgendwie diese Ego-Identifikation erkennen und sie irgendwie aus dem Bildfeld lassen. Und uns darauf konzentrieren, was wir wirklich sind. Und das sind wir jetzt hier alle in diesem Moment. Und darum geht es, ich will diesen Konsensus schaffen, dass es keine besonderen Sachen sind. Für mich ist das Beste, was mir überhaupt hier an der ganzen Sache hier gefällt, dass wir alle auf einem Nenner sind. Und auch um auf einen Nenner zu kommen, kann man das am besten durchs Herz, nicht? Und deshalb für mich ist die wichtigste Meditation das Herz, das überhaupt nicht denkt, sondern nur einfach ist und aus der Liebe hervorkommt und so weiter. Und deshalb ist auch immer so eine gute Verständigung zwischen Leuten, die an diesen Kursen so teilnehmen. Das wollte ich nur sagen. Ich habe noch eine ganz besondere Einstellung zu Gurus, mit denen ich eine schlimme Erfahrung gemacht habe in meiner Jugend. Nicht? Also einen Thron oder so, besonders einen langen weißen Bart, der nicht alle diese äußerlichen Zeichen, die dann von dem Superego angenommen werden und sich dann, viele Leute haben ja eine spirituelle Erfahrung gehabt, aber dann häufig nimmt das Ego den Besitz von der spirituellen Erfahrung. Und die Leute, die diese Erfahrung gemacht haben, diese Gurus, die merken das nicht. Die schlüpfen dann in ihr Superego ein und glauben, dass sie was ganz Besonderes sind. Und das Gute dabei ist, da kommen noch die ganzen Nachfolger dazu und die blechen auch schön. Nicht? Dann macht das Leben noch viel Spaß. Und so geht es. Also da, von dieser ganzen Sache möchte ich unbedingt Abstand halten. Deshalb wird es keine Sekte oder irgendwie so einen Verein geben, nicht, der sich darum bildet. Ich bin kein Lehrer, ich bin einfach nur ein Künstler, der sich sein Geld verdient mit Werbegrafiken. Okay, gut. Okay. Mal gucken. Ja, also das sind meine Wurzeln hier. Ich bin,
Ich bin kommerzieller Künstler. Ich habe eine Agentur, einen Agenten, der mir meine Arbeit verschafft. Und so habe ich meinen Lebensunterhalt verdient. Ich war nicht darauf angewiesen, Leute meinen Glauben zu verkaufen. Und ich habe hier mal einen kleinen Einblick in meine Arbeit. Wie geht es? Ja, funktioniert nicht. Okay, das ist auch gut. Ach ja, hier, das sind solche Sachen, die ich mache, nicht? Kommerziell für Magazine, amerikanische Magazine. Sogar für den Spiegel habe ich ein Titelblatt gemacht. Das geht so. Und solche Sachen, die haben mich also über die letzten 30 Jahre am Leben gehalten. Deshalb ist es ganz gut. Ich brauche keine Bücher zu verkaufen. Ich brauche keine spirituellen Sachen zu verkaufen oder sowas nicht. Ich bin also total unabhängig. Und das ist für mich ein unheimlicher Bonus. Ich habe natürlich von künstlerischer Seite sehr viel produziert. Besonders habe ich mich in den letzten Jahren auf virtuelle Realität spezialisiert als Künstler. Und da habe ich verschiedene Sachen gemacht. Hier ist eine Website von mir. Die heißt Magic Fantasy Art. Hier habe ich meine Produkte, sind frei zum Runterladen, braucht keiner was dafür bezahlen. Jeder, der eine Brille hat, der kann sich die, so eine Brille wie diese hier, nicht, die werden heute schon ziemlich, ziemlich günstig, oder das ist die neueste hier. Und das wird in den nächsten 10 oder 20 Jahren wahrscheinlich dazu führen, dass wir Flugzeuge abschaffen und die Umwelt nicht mehr verschmutzen. Im Moment wird das, ist das sogar so, dass eine große Firma wie Apple schon angefangen hat, die erste Phase der Technologie einzuführen, wo man virtuell, wir leben ja sowieso in einer virtuellen Realität schon, nicht? Das ist ja alles hier nur Vorstellung, was wir hier sehen. Und das ist eine Erweiterung durch die Technologie der virtuellen Realität, die eines Tages, vielleicht gar nicht so lange in der Zukunft, uns ermöglichen wird, unsere Verwandten, unsere Freunde, die in Amerika wohnen oder irgendwie, in unser Zimmer zu holen, wo sie uns dann sehen können, mit denen wir uns dann unterhalten können, ohne dass wir uns ins Flugzeug setzen müssen und die Luft verschmutzen. Nicht? Dieses sind die ersten Anfänge unserer technologischen Zukunft. Wie ihr heute auch sehen werdet, ich benutze diese Technologie sehr, sehr enthusiastisch. Zum Beispiel viele der Bilder, die ich gemacht habe, vor allen Dingen für den Buch, die kommen aus der Artificial Intelligence. Wie man auch immer sich darauf einstellt, diese Technologie kommt aus der Astralwelt. Und die folgt genau den Gesetzen, wie die in der Astralwelt hervorherrschen. Und die sind von der Astralwelt auf diese Welt eingeführt werden, wurden genau wie alle anderen Technologien. Das geht in der Astralwelt erst los, vielleicht sogar ein bisschen weiter. Und das fällt dann hier runter. Ich habe viele Sachen schon erlebt, die ich vor 20, 30 Jahren in der Astralwelt schon gesehen habe, die sich erst jetzt verwirklicht haben. Zum Beispiel in meinem Buch hatte ich erwähnt Multimedia. Das fing in der Astralwelt an, da hat mir jemand ein Buch vorgezeigt und war ganz begeistert, dass er das Buch umgeblättert hat und da waren bewegliche Bilder drin. Und ich habe gesagt, ja, das ist doch nichts, das gibt's doch bei uns auch schon. Nicht? Diese Multimedia-Show. Nicht? Und so habe ich gemerkt, dass sich die Astralwelt, alle Erfindungen und so weiter, die werden erstmal da ausgeklügelt und so weiter und die manifestieren sich hier. Also unsere Welten sind nicht
voneinander getrennt. Deshalb, Nepomuk was auch, hat auch schon Leute interviewt, die dann noch ein bisschen bessere Einsicht haben. Und ich habe heute kurz mit ihm gesprochen. Und also ich wollte nur sagen, man sollte sich dieser Virtual Realität oder dieser Technologie nicht feindselig überstellen. Nicht? Genau wie wir das Feuer erfunden haben und so weiter. Alles gehört in einen großen Topf. Und wir können einen Hammer dazu benutzen, um ein Haus zu bauen oder jemanden zu erschlagen. Es geht darum, dass wir die Technologie so benutzen, wie sie intuitiv für uns da ist. Ich wollte noch was sagen zu meinem Buch. Elysium, ein Blick in die Unendlichkeit. Heißt das so? Ja, okay. Ja, Jörg ist dafür zuständig für die deutsche Übersetzung. Und die Bilder, die kommen aus der Artificial Intelligence. Und ich habe damit angefangen, Sachen zu beschreiben, wie ich die auf der Astralebene erlebt habe. Und langsam habe ich die Worte gefunden, um der künstlichen Intelligenz die Möglichkeit zu geben, eine möglichst genaue oder gute Abbildung zu schaffen von der Astralwelt. Und das ist mir ziemlich gut gelungen, weil die AI, wie heißt das? KI heißt das hier nicht. Die stellt sich auf deine Arbeit ein, die lernt. Nicht? Und dann, wenn man ein Bild schafft, mit dem man zufrieden ist, dann nimmt die das in die Speicherung und dann lernt diese KI und dann die anderen Bilder, die da rauskommen, versteht das irgendwie. Und so verhält sich das auch auf der astralen Welt. Das ist übrigens sehr, sehr interessant beim Schöpfungszustand. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns ein Haus bauen wollen, nicht? Dann greift die KI die astrale KI, die greift dann auf unser Unterbewusstsein ein und harmonisiert es. Also wir brauchen uns dann nicht hinstellen und Stein für Stein ein Haus zu bauen, sondern wir strömen in den Astralstrom ein und Memory oder die Funktionen, die harmonisieren mit unserer Vorstellung, mit unserem Ich und unserem Selbst, die kommen dann ganz natürlich fließend dazu. Also wir bauen dann ein Haus, das genau unserer Vorstellung oder unserem inneren Willen entspricht. Und so auf der Astralwelt ist alles sehr, sehr fließend. Auf den unteren Ebenen der Astralwelt ist das noch nicht so. Nicht? Da müssen Maurer ran, um uns ein Haus zu kaufen, weil die stärker im Einfluss sind mit ihrer astralen Urbestimmung. Nicht? Deshalb gibt es auf den unteren Astralebenen noch Kommerz und Industrie. Da werden Leute stellen sich zur Verfügung, die dabei helfen, irgendwelche Sachen zu erschaffen, weil unsere Energie noch ein bisschen kurz ist. Nicht? Erst wenn wir uns mit Liebe, nicht, höhere Energiekanäle irgendwie öffnen, wird das für uns viel, viel einfacher und viel segensreicher, das Leben. Deshalb finde ich, das muss ich betonen, die Energie kommt aus der Liebe. Mit der Liebe eröffnen sich die inneren Kanäle zum Fortschritt und zum Glück. Nicht? Und zum Schluss dann ist natürlich die Vereinigung. Die Vereinigung mit unserem Urbewusstsein, mit unserem wirklichen, authentischen Selbst. Das ist dann eine totale Liebe und eine totale Vereinigung. Okay, ich will jetzt mal wieder kurz zurück auf diese Sache, die ich vorher schon mal angeschnitten habe. Wir werden
noch heute und morgen auf die Astralebene zurückgreifen. Die Astralwelt, die liegt unserer physischen Welt zugrunde. Ohne astrale Realität würden wir überhaupt nicht existieren. Und der Astralwelt liegt einer höheren Energie zugrunde. Das ist bei Theosophen nennen die devakanische Welt oder die mentale Welt. Nicht? Und auf diesen Ebenen ist die Erschaffung oder die Schöpfung oder die kreative Energie nochmal exponentiell stärker und flüssiger und dynamischer und so weiter. Und die Welten sind auch dementsprechend dort. Da ist schon wieder mal eine ganz andere Sache, findet da statt wie auf der astralen Ebene. Auf der mentalen Ebene kommt schon die Vereinigung des Bewusstseins sehr stark in den Vordergrund. Zum Beispiel die Sinneswahrnehmung. Man merkt dann schon, dass alles, was wir sehen, das merkt man schon auf der höheren Astralebene, alles ist von Intelligenz durchdrungen. Alles lebt. Es gibt nichts, was nicht lebt. Nicht? Das kann man, wenn man jetzt aus der Meditation kommt und so weiter und auch schon hier ist, das kann man sehen, dass irgendwie die Welt viel lebendiger ist. Und es in allem, was besteht, ist die Intelligenz eine göttliche, sagen wir mal, Intelligenz, die überall ist. Die ist total omnipresent. Nicht? Und unsere Sinneswahrnehmung auf der astralen Welt wird viel deutlicher. Deshalb Leute, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, die sagen, ja, das ist alles wirklicher als wirklich. Nicht? Manche Leute denken, ja, wenn wir jetzt unser Bewusstsein verändern, ist das einfach wie ein Traum. Aber ist nicht, ist kein Traum. Dies ist ein Traum. Wenn man die beiden Sachen vergleicht und dann wieder zurückkommt in den Körper, dann denkt man, ja, jetzt bin ich wieder am Schlafen. Nicht? Dieses ist ja überhaupt nicht real, das fühlt sich nicht real an, das ist nicht wirklich. Und wenn wir auf die Astralebene gehen, dann wird auf einmal alles unheimlich scharf. Und wir sehen, als wenn wir zum ersten Mal sehen, blinde Leute sehen, Behinderte können laufen, fliegen. Also unsere Wahrnehmung wird unheimlich bereichert und erweitert. Wenn wir jetzt den nächsten Schritt machen und durch den Tunnel in die nächste höhere Bewusstsein eingehen, das will ich nochmal kurz noch andeuten, das kann ich vielleicht im Laufe der Zeit machen, dann ist das nochmal eine andere Stufe der Wahrnehmung. Und diese Wahrnehmung bezieht sich darauf, dass wenn wir sehen, wenn wir, sagen wir mal, wir sehen eine Blume, dann sehen wir die Blume nicht, als wenn die da draußen sind und wir hier. Es gibt keine Trennung. In dem Moment, wo wir uns die Blume anschauen, sind wir die Blume. Dann sehen wir nicht nur die Blume, sondern wir fühlen uns wie eine Blume. Und auf der astralen Ebene macht sich das schon bemerkbar, wenn man jetzt durch die Landschaft geht und ein starkes Liebegefühl hat, dann auf einmal geht man an einem Baum vorbei, auf einmal plonk, kommen diese ganzen Blüten raus, während wir vorbeigehen. Dam, dam, dam. Die Welt fühlt unsere Liebe, unsere Gefühle. Und die Welt richtet sich danach. Nicht? Da gibt es eine ganze Sache, die man da noch zu sagen kann. Das werde ich auch im Lauf der Dinge tun. Aber das wird alles Leute, die irgendwie ihr Bewusstsein langsam erweitern, werden die ganz natürlich diese Ebenen der Realität in sich aufnehmen und nach ihrem eigenen Bewusstsein irgendwie erleben. Deshalb, ich kann nur was von meiner Sicht aus sagen, aber wenn man mit anderen Leuten spricht, die fügen dann immer noch was anderes dazu, an das ich überhaupt nicht gedacht habe oder noch nicht erlebt habe. Also die Welt vervielfältigt sich so stark, dass es unheimlich wundervoll ist, wie magisch. Nicht? Also hier, jetzt geht es darum, sagen wir mal, wir haben jetzt die Schwelle überschritten, nochmal kurz zur Meditation.
Meditation ist eigentlich da, uns von diesen Vorstellungen und den Glaubenszwängen unserer physischen Realität zu befreien. Wir sind eigentlich in dem Sinne programmiert zum Überleben. Und alles, was nicht zum direkten Überleben führt oder zur Erhaltung unseres Überlebensmechanismus, dem Ego, das wird irgendwie verdrängt. Nicht? Wir konzentrieren uns nur auf diesen Mechanismus, der dazu da ist, so lange wie möglich zu leben, so gut wie möglich zu leben, so viele Vorteile zu haben, wie es geht, auch wenn es auf Kosten anderer Menschen ist. Das Ego ist dazu da, das ist eine Maschine, die uns antreibt zu überleben. Und wir werden von dieser Maschine in Besitz genommen und unsere ganze Sinnesausrichtung geht darauf aus, diese Maschine am Leben zu erhalten. Und deshalb ist es die Meditation eigentlich eine der wenigen Möglichkeiten, diese Maschine irgendwie in seinen Platz zuzuweisen, nicht? Zur Erhaltung unserer physischen Mentalität und Mechanik. Und Meditation, es gibt Gott sei Dank viele, viele Arten, verschiedene Arten der Meditation, weil wir alle ein bisschen anders funktionieren. Eine Meditation, die für einen sehr gut ist, ist für einen anderen unbrauchbar. Deshalb gibt es in Japan Zen-Meditation, es gibt Tai Chi, Qigong, Yoga, Nidra, alle möglichen Sachen. Und die haben alle ihre Berechtigung und ihre Bedeutung. Und auch ich habe selbst über die 50 Jahre, wo ich hier schon rumlaufe, hat sich meine Meditationstechnik dauernd dynamisch an meinem jeweiligen Zustand angepasst. Nicht? Ich hatte zum Beispiel, ganz zu Anfang hatte ich mit transzendentaler Meditation angefangen und die hat mich total von einem Zustand der Depression innerhalb von 6 Monaten befreit. Also eine sehr, sehr gute Meditation war das für mich. Aber dann hat sich das weiterentwickelt und für kurze Zeit habe ich andere Meditationsformen angenommen und dann kam ich in einen Zustand, wo mir dann ein Mantra regelrecht gegeben wurde, das ich benutzte, aber nur für ungefähr 18 Monate. Und das Mantra hatte mich mit dem Göttlichen verbunden. Auf ganz klarer Weise. Das hat dazu geführt, dass ich nicht eine getrennte Maschine bin. Nicht? Und diese Sachen haben sich so langsam fortentwickelt, dass ich dann mich total darauf verlassen habe, dass ich mich auf mein inneres Selbst verlasse. Ich habe gestern schon erwähnt, die Entstehung des stillen Begleiters, der durch diese erste Erleuchtungserfahrung sich manifestiert hat. Und viele Leute haben diesen stillen Begleiter, besonders Kinder. Kinder sprechen häufig vom Schutzengel oder so. Die sind da ganz, ganz gut sensitiviert auf diese Gestalt des Begleiters, weil wir sind ja nicht alleine. Das muss man sich erstmal vor Augen halten. Wir sind nie alleine. Wir haben dauernd diesen Begleiter bei uns. Nur wenn unser Bewusstsein sich ein bisschen mehr entfaltet, dann werden wir uns dieses Begleiters bewusst. Und bei mir war das der stille Begleiter und das wurde mein Lehrer. Nicht? Der hat nie was gesagt. Nicht? Sogar wenn ich direkte Fragen gestellt habe, hat er nur mit Schweigen geantwortet. Und das Schweigen hat mich dazu gebracht, meine inneren Kanäle zu öffnen, um die Antwort ganz automatisch von innen heraus zu finden. Und das hat immer, immer geklappt. Nicht? Und zum Schluss, dann später habe ich diese Kanalöffnung benutzt, um in das Bewusstsein, ich nenne das das Wissensbewusstsein, the knowing field in England. Das ist das Feld der Akasha, wo alles Wissen schon vorhanden ist. Also
Dieser Kanal zum Akasha, zum höheren Bewusstsein, öffnet sich dadurch, dass wir durch Intuition erst. Für viele Leute ist der erste Eintritt in dieses höhere Bewusstsein die Intuition. Nicht? Wir fühlen da, ist irgendwie intuitiv, kriegen wir eine Antwort auf unsere Fragen. Wir wissen zum Beispiel, wenn wir diese Leute treffen, ja, die lass mal lieber sein, die sind kein guter Einfluss und so weiter. Das ist unsere Intuition und die wird von unserem höheren Selbst inspiriert. Und dann, wenn wir uns weiter entfalten, dann wird die intuitive Inspiration zum Wissen. Da brauchen wir nicht mal drüber nachzudenken, sondern wir sind dann einfach nur Auslaufkanäle des göttlichen Bewusstseins. Und dann fühlen wir, jetzt kommen wir jetzt endlich nach Hause. Das ist, wo wir wirklich hingehören. Da gibt es keine Trennung mehr. Dann wissen wir, stellt sich dieses Wohlgefühl ein, dass wir geborgen sind, dass es uns gut geht. Da stellt sich automatisch das Gefühl der Dankbarkeit ein. Und das fängt so an, wenn wir morgens die Augen aufmachen, dann empfinden wir schon die Dankbarkeit unserer Existenz. Was für ein Privileg das ist, das uns gegeben worden ist, überhaupt zu existieren in dieser wundervollen Welt. Und alles, was wir sehen, deshalb sage ich, wir hören auf, mit den Augen zu sehen, sondern wir sehen mit dem Herzen. Was wir sehen, sehen wir mit einer natürlichen Dankbarkeit. Und wir sehen dann auch, dass die Welt schön ist. Und die hässlichen Sachen in der Welt, die sogenannten hässlichen Sachen, die fliegen an uns vorbei, die haben keine Anhaftung. Die haften sich nicht bei uns an. Es gibt kein... ich habe das auch gemerkt, als ich in die ganz finsteren astralen Ebenen gegangen bin, da wurde ich von allen möglichen... Dämonen oder so weiter, die waren da, die haben nur darauf gewartet, jemanden anzugreifen und ihren Hass zu entladen. Aber die haben mich meistens nicht mal gesehen. Für die existierte ich. Ich war nur wie ein Augenpaar und war total abgeschirmt von diesen Leuten. Ich muss noch dazu ein Beispiel angeben. Ich war mit einem Freund in einem Kino. Und das war spät war die Veranstaltung, es war sehr spät. Und wir sind nach Hause gegangen, das war Freitagabend. Und da auf dem Nachhauseweg, da war so Rüpel auf dem Bürgersteig, die sich rumgeschubst haben und so weiter und angeschrien haben. Und mein Freund sagte, ja, lass uns lieber auf die andere Seite gehen, nicht? Und ich sagte, brauchen wir nicht, die sehen uns doch nicht. Nicht? Die sind zu sehr damit beschäftigt, sich das Leben zur Hölle zu machen. Und mein Freund ist dann auf die andere Seite gegangen und ich bin einfach unsichtbar durchgegangen. Und als mein Freund auf der anderen Seite war, haben sie ihn angebrüllt. Hey! Er hatte Angst. Nicht? Und so ist das, also dass wir können unsichtbar werden. Wir können unsichtbar für Leute werden, die auf einer anderen Bewusstseinsebene sind. Und da gibt es noch ein sehr gutes Beispiel, was ein Freund von mir erzählt hat, der ist Heiler. Und der sagt, und auch wie man mit der Natur zusammenarbeitet. Und er war ein ganz unscheinbarer Typ, nicht? Sehr schlank und ein unheimlich liebevoller Mensch. Der hat Leute geheilt. Und er sagte, er wäre mit seinem schiebenden Fahrrad und so weiter, kommt nach Hause, schiebt sein Fahrrad auf dem Bürgersteig entlang. Auf einmal waren da so vier Rüpel, so Betrunkene, die haben sich dann vor ihm hingestellt und sein Fahrrad festgehalten. Und er sagte, er wusste nicht, wie er da rauskommen könnte. Er war ja so ein unscheinbarer Typ. Und auf einmal ist da auf der Wand eine Maus langgelaufen. Und da sagte er, ah, eine Maus. Und alle haben sich umgedreht. Ah, eine Maus, eine Maus. Und dann hat er sein Fahrrad genommen und ist abgehauen.
Und so verhält sich das mit dem Einheitsbewusstsein. Wir sind nicht alleine. Nicht? Die Maus kam mit ins Spiel. Er brauchte überhaupt nichts zu tun. Und die Leute haben sich auf die Maus verfestigt. Und sogar die Maus hat ihr Bewusstsein entlockert. Nicht? Also so findet das statt. Mit dem stillen Begleiter und mit unserem Einheitsbewusstsein, wir sind nicht alleine. Okay, ich habe schon angedeutet gestern, dass in Tibet und im Buddhismus viele Leute, die den luziden Traum benutzen, die Mönche, die benutzen den luziden Traum als eine Meditationsgrundlage, um in höhere Bewusstseinsebenen einzudringen. Und im Extrem sieht das so aus, dass die sich wochenlang manche Mönche in Tibet in der Höhle einmauern lassen und auf diesen hohen Bewusstseinsebenen nur von dem Prana, der Urenergie leben. Ihr Körper braucht keine Nahrung zu sich nehmen, sie brauchen nicht mal zu trinken. Und die verweilen dann manchmal für 6 Monate oder so in diesem Zustand, der wie von außen gesehen wie ein katatonischer Zustand aussieht, sind total still, aber ihr Selbst ist in höheren Bewusstseinsebenen und total mit der Energie verbunden. Und das merkt man auch schon, wenn man jetzt eine normale Astralreise macht und schon ein bisschen besser auf der Astralebene ist, schon ein bisschen länger ist, dann fühlt man sich da schon wie zu Hause. Nicht? Und es wird dann einfach ein bisschen umständlich, wieder in den physischen Zustand zurückzufinden. Und viele nahtoderfahrene Leute, die wollen einfach nicht wieder weg. Die sträuben sich dagegen, wieder in den Körper reinzutreten, weil sie wissen, jetzt bin ich zu Hause, jetzt bin ich in meinem Naturzustand und hier ist es, wo ich hingehöre. Also ich will jetzt mal davon ausgehen, dass wir die Astralebene benutzen, um unseren Astralkörper benutzen, um in die tiefen Meditation zu kommen. Es ist nicht notwendig. Man braucht nie eine astrale Erfahrung zu haben. Darum geht es eigentlich nicht. Die Meditation ist eine innere Angelegenheit, obwohl wir nicht in diese Astralbereiche bewusst eintreten, treten wir trotzdem ein. Wir aktivieren durch die Meditation unseren Astralkörper, unseren Mentalkörper, unseren spirituellen Körper. Also wir müssen nicht sagen, ja, jetzt habe ich keine Astralerfahrung, jetzt geht es für mich nicht weiter. Das ist so Unsinn. Nicht? Wenn wir jetzt zum Beispiel, ich mache das nur, um das anschaulicher zu machen, wie das auf den Astralebenen oder auf den höheren Mentalebenen aussieht, die Meditation, ob wir das im physischen Körper überhaupt nicht miterleben. Aber ich will das nur anschaulich machen, weil das für uns auch stattfindet, obwohl wir das keine astrale Erfahrung haben. Deshalb brauchen wir uns dabei nicht bei Gott zu beschweren, wenn das Meditation nicht so läuft, wie ich das jetzt versuche anschaulich zu machen. Zum Beispiel, ich benutze auf der Astralebene, wenn ich meditiere viel in astralem Körper und ich benutze das Om-Mantra. Und ich habe mich nie richtig darum gekümmert. Das Om für mich war bis zu der Zeit, als ich das benutzt habe, einfach nur so ein religiöser Glaube. Ich habe da einfach nicht viel drüber nachgedacht. Aber dann habe ich zum ersten Mal das Om-Mantra benutzt. Und zwar habe ich hingesetzt im Astralkörper und dann Om gesagt. Und auf einmal bin ich in die Luft geschossen, wie eine Rakete. Das war unglaublich, diese Kraft. Und dieses Om-Mantra hat mich sofort mit meiner Urenergie in Verbindung gesetzt. Nicht? Und das Om-Mantra ist nicht nur das einzige Mantra. Es gibt viele andere Mantra, die gleiche Erfahrung haben. Und wir können vielleicht sogar unser eigenes Mantra herausfinden durch Meditation. Und wie das auch bei mir passiert ist, ich hatte auf einmal für 18 Monate
ein Mantra, das mir gegeben wurde, und das habe ich benutzt, und das hat irgendwie zu einer Vereinigung geführt mit meinem Einbewusstsein zu der Zeit. Da habe ich erst mal gemerkt, dass ich nicht getrennt bin. Und dieses, ich nehme jetzt mal das Om als Beispiel. Und ich habe dann auch manchmal gemerkt, das funktioniert nicht immer. Und das funktioniert nur, wenn meine innere Einstellung da war. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel abgelenkt war und andere Einflüsse auf mich zugekommen sind, die meine Aufmerksamkeit divertiert hatten, dann hat das Om-Mantra nicht funktioniert. Nicht? Und darauf bin ich dann erst gekommen, als ich gemerkt habe, ja, ich muss mein Herz mit einsetzen. Und diesen Kanal erstmal richtig öffnen. Manchmal war das so stark, dass ich mitten in einer Astralstadt war und in der Menschenmenge und mir wurde das alles ein bisschen zu viel und ich habe dann Om gesagt und alle Leute sind geflüchtet. Und ich habe dann gemerkt, dass die Erde anfing zu beben. So eine Kraft hatte dieses Mantra. Und ich bin dann hochgeschossen. Der Himmel, die Wolken haben sich geöffnet und ich war auf einmal in dieser himmlischen Gefilde drin, mit einer unheimlichen Ausstrahlung der Liebe, die mich umgeben hat da. Also wir können jetzt zum Beispiel durch... Wenn wir in der Meditation, ich will das mal anschaulich machen, in der Meditation eintreten in den Astralkörper, das geschieht auch ohne Astralbewusstsein, dann auch schon genau wie wir das hier machen, wenn wir jetzt sagen wir mal nicht nur im Morgen meditieren, wenn die Meditation unser täglicher Begleiter wird, und die Meditation wird unser täglicher Begleiter, wenn wir uns der Gegenwart des Hier und Jetzt bewusst werden. Nicht, dass wir jetzt dauernd im Hier und Jetzt leben und die Gedanken nur wie Schiffe am Horizont vorbeifließen, nicht, die sind für uns nicht mehr so wichtig. Wir sind jetzt dauernd in der Gegenwart. Das ist die Realität. Das ist der wirkliche Grund des Lebens. Also auch auf der Astralebene machen wir uns dieser Gegenwart bewusst. Und oder den stillen Begleiter, das ist ja ein Aspekt des höheren Selbst, den wir vielleicht schon erkannt haben. Oder vielleicht nennen wir ihn unser Schutzengel oder was wir auch immer dazu sagen. Ist auf jeden Fall ein Aspekt unseres höheren Selbst, der ständig mit uns herumläuft. Also wir machen uns dieser Gegenwart bewusst, auch auf der astralen Ebene. Und wenn wir uns dieser Gegenwart bewusst werden, dann geben wir uns ihr hin. Nicht? Das sind wir dann. Dann sagen wir, also jetzt gibt es keine Trennung mehr. Jetzt sind wir unser Geliebte, der stille Begleiter oder Begleiterin oder wie wir das auch immer ansehen oder eine göttliche Kraft. Nicht? Manche Leute sehen eine göttliche Kraft, die neben uns hergeht. Eine Göttin, davon kann ich auch erzählen, ein weibliches Prinzip des Bewusstseins, das eine unheimlich starke, für Männer, eine unheimlich starke Anziehungskraft und eine starke energetische Kraft ist, die noch besondere Aspekte hat, die Aspekte der Mutter, nicht? diese Urerinnerungen, die als Kind hervorgerufen werden, wenn wir an Mutter denken, dass wir von der Mutter in den Arm genommen werden und uns unglaublich getröstet und sicher fühlen in den Arm der Mutter. Das ist das göttliche Prinzip des femininen Göttlichkeit, nicht? Gottheit. Oder bei Frauen die Gottheit, der männliche Aspekt. Carl Gustav Jung hat das die Anima und den Animus genannt. Also der Animus ist der göttliche Aspekt unseres Selbst und die Anima ist der weibliche Aspekt. Und diese Aspekte, die kann man total erleben.
Nicht? Und bei mir in 2021, als ich auf einem Meditationsretreat in Devon war, habe ich diese weibliche Gottheit erfahren. Sie ist mir erschienen als eine unglaublich strahlende, schöne Frau, die sich dann in Blumen aufgelöst hat von mir, nachdem sie mir ihre ganze Liebe geschenkt hat und ihr ganzes Wohlwollen. Und diese Begegnung setzt einen regelmäßig in Ekstase. Nicht? Das also Sex kommt da überhaupt nicht mit. Das sind so unheimlich hohe, starke Zustände der wirklichen Vereinigung mit unserem Selbst. Nicht? Und es gibt verschiedene Wege dazu, dahin, um uns mit unserem Zuhause zu vereinigen. Also dann, auf der Astralebene befindet sich noch ein Bonus. Zum Beispiel, wenn auf der Astralebene, wenn wir ein Licht sehen, das kann auch eine Straßenlaterne sein oder eine Kerze. Diese Lichter auf der Astralebene, die sind Metaphoren vom göttlichen Licht. Das muss man sich erstmal ganz klar machen. Also wenn man ein Licht sieht, dann ist das ein Metaphor für das göttliche Licht. Und wenn man mit dieser Einstellung sich auf das Licht konzentriert, dann wird man auch die Erfahrung schneller haben. Und ich habe gemerkt, ein Freund von mir, mit dem ich mich regelmäßig unterhalte, der hat sich darauf spezialisiert. Er geht 2-3 Mal in der Woche auf Astralreisen und holt Leute, die irgendwie verloren sind, verlorene Seelen, die bringt er dann ins Licht. Nicht? Er hat jetzt kürzlich ein Buch geschrieben, wo ich das Vorwort dafür geschrieben habe. Und der sucht sich immer, wenn er jemanden gefunden hat, der sich nicht zurechtfindet, der verloren ist auf der Astralebene. Und das geht ja so, für Leute ist das manchmal so finster, dass sie einfach nicht wissen, wo sie hin sollen. Solange sie in ihrem Geisteszustand beharren, sind sie immer verloren. Dann gehen sie einfach nur drauf los und kommen nie irgendwo weiter. Nie irgendwo an. Und deshalb kommen die astralen Helfer, die dann auf die zukommen. Und das Erste, was mein Freund tut, der sucht sich eine Lichtquelle aus. Nicht? Und das kann sein, dass es eine Lichtfliege ist oder ein Funken, ja, ein Glühwürmchen oder irgendwas. Nicht? Das braucht überhaupt nichts Besonderes sein. Das kann eine Straßenlaterne, eine Kerze sein oder so, die irgendwie, die kann er auch manifestieren durch seine Einstellung. Und darauf geht er dann zu mit seinem Freund und die wird immer heller. Das Licht wird immer heller und dann fragt er nur einfach, okay, könnte jemand vielleicht diesen Typen übernehmen jetzt? Nicht? Und dann stellt sich meistens ein Helfer ein, astralen Helfer, die von einer höheren Ebene kommen und die nehmen die dann weg und begleiten die. Und ich hatte mehrere solche Erfahrungen, wo ich zusammen mit einem astralen Helfer gearbeitet habe und eine der finstersten Erfahrungen, die ich je gemacht habe, das war in den 70er Jahren, als in Chile der Diktator, wie hieß er noch? Ja, der hatte diese Terrorregierung da geführt und Tausende von Leuten sind in Gefängnissen gelandet und wurden ermordet. Und ich wurde von meinem Astralhelfer in eine Zelle geführt, wo dieser arme Mann gefoltert wurde. Und jedes Mal, als er die Besinnung verloren hat, traten wir in Erscheinung für ihn. Und mein Begleiter und ich hatten ihm gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, das ist bald vorbei. Nicht? Und hat ihm dann unheimliche Liebe zugesendet. Und dann ist er wieder ins Bewusstsein reingetreten und wurde weiter gefoltert, bis dann einmal Schluss war. Und dann standen wir da, total vor ihm. Und mein Begleiter hat ihn dann getröstet. Er war ja auch noch von dieser Folterung total verwirrt und traumatisiert und dann mit diesem Licht umgeben und ihn sofort in die nächste
Stufe seines Lebens reingeführt. Und ich habe ihn noch gefragt, ja, was ist denn jetzt überhaupt passiert? Für mich war das ja ganz neu, diese Sachen, die habe ich ja noch nie miterlebt. Und er sagte, ja, also ohne uns wäre er wahrscheinlich in Verwirrung geraten und traumatisiert irgendwie in der unteren Astralebene rumgelaufen, vielleicht für Wochen. Deshalb sind astrale Helfer unheimlich wichtig. Und da gibt es sehr, sehr viele von Helfern, nicht? Natürlich, diese Helfer, die können nur was machen, wenn sich irgendwie eine Öffnung findet bei den Leuten. Wenn die zu stark aufs Negative programmiert sind, wie das auf den unteren höllischen Astralebenen oft vorkommt, dann nehmen die sowas überhaupt nicht an. Dann, wenn man jetzt als irgendwie Licht erscheinen würde oder nur eine kleine Lichtquelle zeigen würde, dann würden die weglaufen. Die haben also keinen Bock darauf, irgendwie aus ihrer Hölle rauszukommen. Die wollen einfach in ihrem Hass verweilen und das ist für der ganze Lebensunterhalt. Das ist der Sinn des Lebens für die. Und da gibt es solche ganz finsteren Gegenden, nicht, wo die Leute ihre negativen Gefühle ausleben, bis sie auf einmal keine Energie mehr haben. Und versuchen dann oft noch, diese Energie wiederzufinden, dadurch, dass sie sich mit anderen Menschen, die genauso eingestellt sind, wieder auseinandersetzen. Aber sehr häufig, wie ich das gemerkt habe, geht die Energie aus und die klappen dann zusammen und sind dann in einer Form wie so Zombies. Nicht? Und die können nichts mehr machen. Und dann entweder, was passiert, dass sie dann total zusammenfallen und in einen Schlaf kommen, weil die nicht mal die Energie haben, irgendwas Äußeres anzunehmen. Und dann geht der natürliche Prozess weiter, dann werden recycelt. Nicht? Wie so in eine Abfalltonne. Aber ihre Seele ist noch da. Okay, die Seele löst sich ja nicht auf. Aber dieser menschliche Verfall, der wird recycelt. Und dann gehen die durch den Prozess, das ist wie ein großer Quantencomputer, wo die Sachen aussortiert werden, ihre Probleme. Und dann mit anderen Energiequellen werden die dann verbunden. Und dann setzt sich daraus, aus diesen Erfahrungen und aus dem, was geworden ist, eine neue Energiequelle, ein neues Ego zusammen, ein neues Selbst. Und das wird dann zur Reinkarnation führen. Und es kann sein, dass diese neue Reinkarnation von den alten Taten noch sehr stark beeinflusst ist. Nicht? Und dann nochmal durch diesen Cycle noch einmal durchgehen müssen und nochmal vielleicht. Und das kann sich für hunderte von Leben manchmal so vorführen, bis dieser menschliche Müll aufgearbeitet ist. Nicht? Und das ist eigentlich ein schlimmer Lebensweg. Deshalb die... Aber warum machen die das dann? Ja, das ist die große Frage. Es geht darum, das Bewusstsein lässt keine Gelegenheit aus, sich zu erweitern, zu Erfahrungen zu sammeln. Und das geht auf allen Ebenen, so auf der negativen. Es geht immer weiter. Man muss sich in der Mythologie oder im indischen oder östlichen Glauben splittert sich das ja so ab, dass ich habe das schon angedeutet, in die Schöpfung. Die Schöpfung ist wie ein Organismus, der sich dauernd das Unbekannte sucht. Nicht? Das ist ganz automatisch wie eine Amöbe, breitet sie sich aus und sucht sich immer neue Erfahrungen, sucht sich immer wieder was Unbekanntes, sucht sich immer wieder was Dunkles, wo es neue Erfahrungen macht. Das geht immer, immer so weiter auf dieser Ebene. Und diese Erfahrungen sind Teil das Streben in das Unbekannte. Das ist diese große Sache, die nie endet mit der Schöpfung. Die fängt mit der Schöpfung an. Und das ist das,
Thomas Campbell, wie nannte er das? Tom Campbell, ja, die Evolution des Bewusstseins. Also man sollte das nicht irgendwie negativ bewerten, weil das einfach nur Natur ist. Nicht genau wie die Natur Waldbrände verursacht manchmal. Und dann entsteht daraus neue Vegetation, nicht ein Blitzeinschlag und so weiter, eine Überschwemmung. Im Moment gehen wir durch eine Zerstörung durch, die es noch nie gegeben hat. Das ist eine Erscheinung des Bewusstseins, die stattfindet, nicht? Auf der unteren Ebene. Hallo, und zwar, wenn auf unserer Ebene gibt es ja auch sehr viele so viele Helfer, die halt ja, merken, wenn irgendwelche Seelen halt im Dunkeln sind und einfach nicht vorwärts kommen, dass die halt dann zu der Familie hingehen. Jetzt wissen wir, also, da haben sie jetzt irgendeinen Ansprechpartner oder finden einen Ansprechpartner und geben dann zumindest den Tipp oder die Information weiter. Die dann mit den stillen Begleitern von den Verstorbenen zusammen oder direkt mit den Verstorbenen? Ja, das kommt darauf an, was ihre innere Bestimmung sozusagen ist, also ihr inneres Programm, wie ihre Seele sich einen Weg bahnt für sie, nicht? Was für die Seele oder für das Jiva, sagt man im Östlichen, das Individuum, was für das Beste ist. Es gibt keine vorgeschriebenen Regeln, sondern nur die Natur der Dinge, wie sie verlaufen und individuell sich anpassen. Okay, nochmal kurz hier darauf zurück. Mit der Lichterscheinung. Mit der Lichterscheinung, das Licht ist ein Metapher von dem höheren Selbst. Und wenn man sich das Licht vom Herzen aus anschaut, dann öffnet sich das Licht und wird in einer größeren Lichtquelle, auf die man sich dann verlassen kann und dann sich diesem Bewusstsein hingibt, den stillen Begleiter, der sowieso immer da ist, wenn wir im Hier und Jetzt leben, nicht? Dann können wir ihn wahrnehmen. Und wir können uns darauf verlassen, genau wie wir uns auf die Gegenwart, auf das Jetzt verlassen können. Und das, wenn wir das zum Beispiel gelernt haben, das als unser Schutzengel anzusehen oder was auch immer, oder Jesus oder wie wir da, kommt darauf an, auf welche Quelle wir uns berufen, dann können wir uns diesem stillen Begleiter hingeben und uns darauf verlassen, dass wir beide uns zur Quelle zurückfinden. Und ja, und wir in dem Moment, wo das Licht heller wird, können wir uns darauf, auf das Licht verlassen und dann einfach mitgehen. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo das Licht überwiegend wird. Das wird dann so stark, dass wir nicht mehr irgendwie daran zweifeln können und uns einfach in diesem Licht erkennen. Und dann findet diese Vereinigung statt und wir kippen dann aus der Trennung über in das Licht. Wir sehen dann nicht mehr die Trennung, sondern wir identifizieren uns mit dem Licht, wir erfahren die Einheit und das Einheitsbewusstsein. Und an diesem Punkt, wo wir umkippen und in das Licht eintreten und das Licht werden, dann findet meistens eine ziemlich starke Ekstase statt. Nicht? Also ein unheimliches Glücksgefühl. Wir lösen uns dann total in dieser Einheit auf und erfahren diesen unglaublichen Segen dadurch. Und von da aus ja, unsere Identität verschmilzt mit dem Licht. Das heißt also nicht, ich höre nicht auf, Werner oder Jürgen zu sein, aber unsere Identität erweitert sich und fließt in dieses Licht hinein und in das Einheitsbewusstsein. Und das ist ein unheimlich starker Punkt in unserer spirituellen Erfahrung. Also es gibt dann kein Ego-Selbst mehr. Das Ego-Selbst hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Das Ego-Selbst kümmert sich ja nur ums physische Überleben,
das hört dann überhaupt gar nicht, hat nichts mehr zu sagen. Wir haben überhaupt keine Beziehung mehr dazu. Nicht? Das ist wie eine Fremdheit, die sich in unser Leben eingemischt hat. Also du bist jetzt das reine Selbst und dann fängt noch eine weitere Vereinigung statt. Du bist nicht nur dein reines Selbst, sondern du wirst automatisch zu einem Dienstboden des göttlichen Bewusstseins. Und das ist der Punkt, wo jeder von uns hier seine Rolle finden wird. Zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel bin als Künstler groß geworden. Nicht? Ich mache gerne Bilder und so weiter. Und das ist meine Rolle. Für andere mag das sein, die finden auf einmal, ich bin Arzt sowieso schon. Und dann wird diese Rolle noch total verstärkt. Dann arbeiten wir nicht nur als physischer Arzt, sondern als Heiler. Wir bekommen dann Heiler, weil wir dann diese Energie benutzen können. Wir sind uns dieser Energie benutzt. Und dann wird das unser wirklicher Beruf. Oder wir sind Lastwagenfahrer. Nicht? Also es gibt keine Ausnahmen in unserem Beruf. Wenn wir unseren Beruf mit Liebe erfüllen, dann haben wir unsere Erfüllung erreicht. Und man merkt das auch, ich hatte auf der Astralebene, wo Leute sich reinkarnieren, da war ich auf der Ebene, wo Leute sich angesammelt haben, sich zur Reinkarnation vorzubereiten. Ich habe dann eine junge Frau gefragt, ja, was wirst du denn in deinem nächsten Leben machen? Und sie sagte, ich will Verkäuferin werden. Und ich dachte, was? Kannst du nicht Millionärin werden oder so? Nee, sie will Verkäuferin werden. Und ihr ganzes Herz und ihre Seele war darauf bedacht, Verkäuferin zu sein. Und jetzt kann man sich mal im Leben mal anschauen, was es für Verkäuferinnen gibt oder Verkäufer. Manchmal, wenn man an der Schlange steht im Supermarkt, dann strahlt mich jemand an und du strahlst dann zurück. Und die Verkäufer, die verkaufen nicht nur ihre guten Waren, sondern sie verkaufen ihre Liebe. Mit jedem Transaktion geben sie Liebe weiter. Nicht? Also es kommt nicht darauf an, was für einen Beruf ich mache. Wir brauchen nichts Besonderes zu sein. Wir brauchen nur das zu sein, was wir wirklich sind. Und das uns nur darauf zu besinnen, das mit unserer ganzen Liebe irgendwie zu verbreiten. Blumenverkäufer, Lastwagenfahrer, Leute, die Fahrkarten abknipsen im Zug. Nicht? Für die ist das ein Geschenk dann. Für die wird es ein Geschenk. Danke dir, dass du meinen Zug benutzt. Und die geben dann Liebe zurück. Ja, ja, das sind sehr, sehr, sehr interessante Sachen. Also ja, durch diese Erschließung des höheren Bewusstseins durch Astralreisen oder Meditation, ich benutze das nur, um das anschaulich zu machen. Und ich habe Gott sei Dank, weil ich bildnerisch programmiert bin als Künstler, ich lebe in einer sehr visuellen Welt, habe ich schon als Kind gemacht. Nicht? Und ich komme dadurch, glaube ich, fällt mir das Astralreisen ein bisschen natürlicher zu. Und diese ganzen Welten, zum Beispiel kürzlich hatte ich eine Erfahrung mit dem Licht, die das ja ganz anschaulich macht. Ich hatte meine Mutter besucht durch eine Astralreise, war meine Mutter da und sie war da mit ihrem neuen Freund. Mein Vater ist gestorben, als sie erst 36 Jahre alt war. Und sie hatte einen neuen Freund gefunden, der sofort auf mich zukam und sagte, ja, Junge, ich verfolge deine Arbeit schon seit Jahren. Und ich dachte, ja, das ist schön, dass ich auf der Ebene auch noch was zu sagen und beizutragen habe. Aber dann ist es auch so gekommen, dass ich auf einmal, nachdem wir uns getroffen haben, habe ich eine Buddha-Statue gesehen. In der Ferne. Und die war, da war ein Licht, also wie eine Laterne,
nicht so eine Buddha-Figur. Und auf die bin ich dann zugegangen und habe das Licht dann so wahrgenommen, wie ich das vorhin erklärt habe. Und ich bin dann zugegangen, als ich auf das Licht zuging, wurde es immer breiter, bis ich mich mit dem Licht vereinigt hatte. Und auf einmal diese Buddha-Figur, die hat sich in meiner Form materialisiert. Und auf einmal kamen aus der ganzen Gegend Leute angelaufen, die auf mich zukamen und mich als Lichtquelle irgendwie so betrachtet haben. Und mir wurde das ziemlich peinlich und ich habe mich dann schnell wieder draus verzogen und habe dann meine Sachen da weiter erforscht. Aber so stark ist das, dass man, wenn man eine Lichtquelle sieht, man kann sich mit der Lichtquelle vereinigen. Und wenn man diese Vereinigung geschafft hat mit dem Lichtquelle, dann wird man zu einem Anziehungspunkt. Dann wird man eine Lichtquelle für andere Menschen. Nicht? Und so fällt sich das für jeden von uns. Wenn wir uns mit unserer Lichtquelle vereinigen, dann automatisch haben wir eine Ausstrahlungskraft. Wir können total stumm sein darüber. Wir brauchen da überhaupt nicht drüber zu reden. Sogar würde ich sagen, je weniger wir davon reden, desto stärker ist das. Wir können uns ganz bescheiden zurückhalten. Wir brauchen kein Aufsehen erregen. Unsere Strahlkraft, unsere innere Kraft, die wirkt sich total im Stillen aus. Wir werden nie irgendwie, vielleicht nicht mal merken, was die für einen Einfluss hat. Nicht? Wir brauchen nur einfach so weiter zu sein, wie wir schon sind. Wir brauchen nicht, uns nicht anstrengen, irgendwas Besonderes zu sein oder was Besonderes zu leisten. Wir machen in unserem bescheidenen Weg, den wir vielleicht als bescheiden ansehen, wir können eine unheimlich starke Wirkung auslösen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Gruppe uns zusammenfinden und gegenseitig bestätigen, dass wir hier eine Rolle spielen und eine Wirkung auslösen. Und diese Wirkung, die findet auf sehr subtilen Ebenen statt. Nicht? Wir brauchen jetzt nicht uns an die Straßenecke hinstellen und sagen, das Ende der Welt ist nahe. Komm zu mir, nicht? Komm zu Jesus. Ich bin das Licht der Welt. Nicht? Es gibt viele solche Leute, die diese Erfahrung gemacht haben und jetzt glauben, ja, sie sind die Botschaft Gottes, die Botschafter Gottes. Und das, dann merken sie sehr schnell, dass man dadurch Geld machen kann. Nicht? Und dann wird das Bewusstsein des Lichts, das wird dann, das Ego eignet sich das dann sehr schnell und schleichend an. Und das kann man sehen, dass die Leute dann denken, ja, dass das Ego, das eigentlich zur Seite gestellt worden ist, um diese Erfahrung zu machen, stellt sich dann einfach in den Vordergrund und dann sagen sie sich, ja, ich bin jetzt der Meister. Ich komme zu mir. Das hat vielleicht eines in der Vergangenheit war das notwendig, da musste man darüber schreien. Sonst haben die Leute es überhaupt nicht gemerkt, dass es irgendwas was anderes gibt. Aber diese Zeit ist jetzt vorbei. Nicht? Jetzt viele Menschen, die erleben das ganz leicht aus sich heraus und die brauchen nicht mal darüber zu sprechen. Nicht? Und diese innere Erfahrung kommt zum Vorschein und wir werden langsam uns unserer Aufgabe bewusst, aber ganz im Stillen. Nicht? Das Schlimme ist dabei, sobald sich das Ego dieses Wissen aneignet, dann kommt es auf Widerstand. Das sieht man schon bei den verschiedenen Sekten, die sich bekämpfen. Zum Beispiel sogar in bestimmten Religionen, die evangelischen gegen die katholischen, die Schiit-Muslims gegen die Sunni-Muslims und die verschiedenen Arten der Religion, die bekämpfen sich auf Leben und Tod. Sprengen sich in die Luft, machen alles Mögliche, solange sie irgendwie behaupten, dass ihr Weg der einzige Weg ist.
nicht, dass der, ich habe jetzt die Wahrheit gefunden und da müsst ihr jetzt alle hin, es gibt nichts anderes. Nein, diese Zeit kommt zu Ende. Die gibt es nicht mehr. Das wirkliche Bewusstsein, das kommt ganz aus dem Stillen, aus dem Inneren hervor.